Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnomoria. Dann wollen wir mal anfangen. Ist eine neue Aufnahme, daher... Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen sehr laut. Kann das sein? Naja, ich denke mal, für euch wird es nicht so schlimm sein. Notfalls müsst ihr ein bisschen leiser drehen. Ist besser, denke ich mal, als das Gegenteil. Werde ich sehen. Warte mal, ich guck mal kurz was. Ob das daran liegt? Vielleicht ein bisschen. Okay, so, jetzt sollte ein bisschen besser sein, hoffe ich. So, ich muss zugeben, ich bin jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich kann auch nicht so viel aufnehmen, muss aber aufnehmen, weil ich brauche diese Folge morgen. Wir haben uns mit dem Honey Badge... Richtig, verdammt. Das war mir dann im Nachhinein eingefallen. Wir haben uns mit dem Honey Badger angelegt und haben einen Gnom verloren, den ich mit Sicherheit, mit ganz, ganz, ganz großer Sicherheit noch keinen Namensindex habe machen lassen. Das bedeutet mit ziemlicher Sicherheit, ich kann den nicht vernünftig beerdigen. Ich werde jetzt mal nachgucken, was wir dafür bräuchten. Ich werde mal oben schon mal einen Koffin herstellen lassen. Der war relativ weit unten, meine ich. Genau. Zack, ein Koffin. Der Stone Carver macht mal ein Gravestone. Ah, und für den Gravestone bräuchten wir eigentlich die Signatur, damit der Name draufsteht. Und das kriegen wir halt nicht hin. Das heißt, wir können nur einen normalen Gravestone herstellen. Na gut. Dann... Build Furniture. Haben wir hier das irgendwo als Grave? Wo ist denn? Da war eigentlich gerade was. Gravestone? Graveyard Corner. Marked Gravestone. Nee, wir können nur den... Nee, das ist es nicht. Wir sollten uns auch überlegen, wo wir den Graveyard hinmachen. Aber... Tombstone? Okay, also das ist es nicht. Worunter findet man es denn dann? Also der Workshop wird es ja nicht sein. Danger Room. Okay, klingt ja auch interessant. Spike Trap brauchen wir dafür. Ich frag mich, wofür das ist. Die Training Grounds ist klar. Alchemiker Scrapper. Auch interessant. Engineer Job Tinker. Okay, das ist alles klar. Es wird ja wohl kaum unter Metal Armor Stand das. Nee, das ist nicht dabei. Darunter finden wir noch nichts. Gut, dann muss das doch hier irgendwie drin sein. Mal gucken. So, das sind Statuen, Soldier-Statuen, Armor-Statuen, Graveyard Corner, Gravestone, Marked Gravestone, Cross Tombstone. Tut mir leid, ich muss jetzt mal mich hier durchfriemeln. Es muss eine Möglichkeit, jetzt ein Grab zu erstellen geben. Und ich nahm an, dann müssen wir jetzt einfach ein Grab erstellen ohne Namen. Aber ich finde jetzt kein Grab.
Also unter Terrain wird es nicht sein. Könnte es irgendwo anders drunter gelandet sein? Furniture Storage. Storage kann es ja auch nicht sein, oder? Nee, da hatten wir auch schon mal nachgeguckt. Designate Area kann es eigentlich auch nicht sein. Room oder sowas. Guard Area. Patrol Area geht auch nicht. Job. Nee. Agriculture, nee. Hä? Wie soll das dann gehen? Das ist ja eigentlich schön sortiert hier. Ach, kick mal einer an. Das ist ja unter Umständen viel angenehmer. Hier haben wir die Sachen sehr schön dargestellt. Workshop, Crude Workbench, Wood, Sawmill, Bone. Das ist ja gut. Graveyard. Hier, Grave. Okay. Unter Decorations ist hier ein Shallow Grave oder Mark Grave. Shallow Grave kriegen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen das Shallow machen, leider. Ja, wie machen wir das jetzt am günstigsten? Ja. Wohin? Pass auf, dann... Ich will es jetzt nirgendwo hinmachen, wo es uns später im Weg ist. Andererseits, ich gehe mal davon aus, wir könnten es notfalls später abreißen. Ich mache es mal hier hin. So. Aber ich gucke mir auch nochmal, das war unter Furniture? Nee, unter Workshop. Und da? Nee, hä? Wo ist das jetzt hin? Agriculture, Workshop, Food, Drink, Mechanism, Alchemy, Military, Furniture, Storage. Ich hab das doch eben gerade gefunden. Sag mal, bin ich doof? Keine Antwort darauf, bitte. Ah, unter Decorations direkt hier, Decorations. Und da, Graveyard. Marked Grave. Wir brauchen Soil. Okay, damit bin ich einverstanden. Okay, mal gucken, was dann weiterhin passiert. Wir werden es sehen. Demnächst holt hoffentlich wenigstens mal jemand hier die Leiche hin. Der Auftrag ist ja anscheinend schon raus. Also, ich habe das Gefühl, ich bin zu laut. Moment mal. Ich guck mal was nach. Ich habe da eine Idee, woran das liegen könnte. Oh ja, oh ja, okay. So, jetzt sollte besser sein, oder? Das, so ist angenehmer. Mann, kein Wunder. Das war Skype. Wenn ich mit Skype mit jemandem rede, dann schaltet Skype den Pegel von meinem Mikrofon runter. Und das Problem war, dass wenn ich das Gespräch beende, dann sagt Skype, okay, schalte wieder auf 100%. Und ich lasse mein Mikro nie auf 100% laufen. Es läuft jetzt so auf 85%. Und ja, die machen sich bemerkbar, habt ihr auch gemerkt. Der Ton klingt auch besser, wenn es nicht ganz auf 100% läuft, finde ich. So. Ja, tut mir leid, ich war jetzt ein bisschen sehr laut wahrscheinlich bei euch in den Ohren. So, also hier wurde jetzt Dirt Floor erstellt. Super. Und nun? Ist da jetzt noch was passiert irgendwie? Irgendwie nicht wirklich, oder? Tja, keine Ahnung.
Wir werden es uns nochmal in Ruhe später angucken. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder darum kümmern, dass die Gnome endlich zur Nahrung kommen. Und da haben sie ja so ihre Schwierigkeiten im Moment. Habt ihr jetzt hier hinten immer noch am Abbau? Ach ja, genau. Wir hatten hier im Auftrag gegeben, dass sie das abbauen sollen. Und dabei gleich Clippings nehmen sollen. Das dürften jetzt aber echt mehr als genug Clippings sein. Das heißt, ich werde das Ganze mal canceln. So. Und dann werde ich den aber nochmal erlauben, hier zu foragen. So. So. Oder sie dazu zwingen. Wir brauchen dringend Nahrung. Ganz dringend. Was tust du da? Ach, Resin holen. Okay, ich weiß, ich hatte das gerade erst in Auftrag gegeben, weil ich das für wichtig halte. Aber nicht so wichtig. Wir sind nämlich, unsere Population ist nämlich gerade kurz vorm Verhungern. Und ehrlich gesagt, da ist das absolut nicht wichtig. Was hatte ich hier? Ach, das sind die Clippings. Richtig. Die hatte ich vorbereitet, um die... das hier vorzubereiten. Sag mal, können wir nicht aus vielleicht Cheese herstellen oder so? Also nicht hier. Achso, vielleicht in der im Butter Churn. Cheese, richtig. Hier können wir Cheese herstellen. Dann stell doch mal Cheese her. Ja, haben wir wenigstens was zu essen. Andererseits, ja, naja, gut. Irgendwie der Grain... Wir bekommen kaum Grain zuletzt, ne? Und der hat's nicht mal mehr, die haben es nicht mal mehr geschafft, hier Sachen wieder einzupflanzen anscheinend. Weil sie so überbeschäftigt sind. Jetzt bin ich halt auch am Überlegen, ob ich vielleicht einfach zu wenig Pharma habe, um meine Leute zu versorgen. Also ich habe 2 Pharma. Und die Woodcutter haben Horticulture mit drin. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein. Pass auf, ich lasse jetzt mal ein bisschen schneller laufen. Weil eigentlich müssen sie jetzt endlich mal die Aufträge erledigen, dann geht das auch. Okay, ich werde den Auftrag, Gras abzuernten hier, wieder rausnehmen. Den Blödsinn mit dem Gras. Das war hier nur mehr oder weniger zufällig mit dabei, als ich die ganzen Bäume hier markiert habe. So. Ich hoffe, die sind jetzt alle raus. Da sollten dann jetzt wenigstens ein paar Äpfel entstehen, die gegessen werden können. So, hier haben wir jetzt Vintox Corps. So, und hier ist aber nur ein Dirtfloor. Ich probiere es nochmal. Furniture. Nee, Decorations. Graveyard. Shallow Grave. Ah, hier. Shallow Grave. Mark Grave. Da müssten wir unbedingt halten. Dann geht leider nur Shallow Grave. Ach, das muss man da auswählen. Das ist ja interessant. Okay, gut zu wissen. Die Dirt Clump, das ist alles, was wir machen können. Und dann kommt da leider Vintax Corps rein. Und das war's leider. Der wird jetzt einfach mal ganz ordinär beerdigt. Es tut mir wirklich leid, Vintax. Du bekommst nur ein Shallow Grave. Also ein... Cello ist halt so leicht ausgehoben nur eigentlich. Die Leute schlafen mir dauernd unterwegs ein, weil sie so einen Hunger haben, dass sie unbedingt dahin wollen. Ist natürlich richtig ungünstig gerade. Und da muss ich jetzt natürlich gucken, wie ich das irgendwie regel. Ich gucke noch mal kurz nach dem Pegel von meinem Mikrofon. So. So. Das klingt besser, glaube ich. Es kann mir ja natürlich Einbildung sein, aber ich habe ja auch die Lautstärke bei euch verdoppelt von den
Vom gesamten Output her, das sollte also passen. So. Ja, damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Was ich mal... Die Grasfarm ist immer noch suspended. Ne? Da, genau, um die Grasfarm sollen sie sich nämlich nicht kümmern. Weil ich ja von Anfang an gesagt habe, eigentlich haben wir so viel Gras, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Außerdem steht so viel einfach so rum. Aber es wäre halt schon gut, wenn sie sich um den anderen Kram kümmern. Holz. Haben wir nicht noch genug Holz? Pass auf, das werde ich auch mal suspenden im Moment, den Oak Grave. Oak Grove. Ihr sollt doch... Ihr müsstet doch auch... euch darum kümmern können. So, was haben wir denn jetzt hier? Wer ist denn hier nicht beschäftigt? Das wäre jetzt mal eine wichtige Ansage. Der Builder, der Blacksmith und der Ambassador. Okay, das klingt jetzt erstmal so eigentlich verständlich, dass die nicht so viel zu tun haben. Auch wenn ich der Meinung bin, der Builder könnte mal hier das Shallow Grave machen. So, der ist auch Builder. Blacksmith, okay, die sind im Moment nicht beschäftigt, das kann durchaus hinhauen. Wie viel Holz haben wir noch rumliegen? Kein Holz, okay. Wie viel Oak Clippings haben wir denn rumliegen? 50. Das heißt, wir könnten theoretisch die gesamte Oak Farm einmal abernten und hätten trotzdem genug Clippings da, um sie wieder hinzubauen. Pass auf, das werde ich mal machen. Nee, das mache ich jetzt im Moment nicht. Weil die... Ich hoffe, dass auch die Woodcutter sich im Moment darum kümmern, hier abzuernten. Und wir haben trotzdem ein Fruit nur da. Das ist doch unglaublich. Ein Fruit? Wieso so wenig? Wie kann das sein? Ich meine, gut, eine normale Fruit hält die halt auch nur einen Tag lang über Wasser. Passt auf, ich werde den gesamten Woodcutter-Bestand, die Profession Farming mit dazu geben. Das gleiche mache ich bei den Minern und bei den Blacksmith. So, in der Hoffnung, dass die jetzt hier... Weil hier sind ja zum Beispiel Sachen, die geerntet werden könnten. Außerdem scheinen die sich jetzt auch... Ja, okay. Also das Ernten von Früchten zählt nicht zu Horticulture, sondern zählt zu Farming. Okay. Aber jetzt sind sie dann... Habe ich jetzt denn so viele Leute, die Farming dürfen. Das sollte sich dann hoffentlich gleich in Wohlgefallen auflösen, das Problem. Ich werde die jetzt einfach erstmal so ackern lassen. Ich hoffe dann, dass das funktioniert. Dann werde ich die Grove hier gleich vergrößern mit den Apfelbäumen. Weil ich hätte gerne natürlich auf unserem eigenen Gebiet dann eine entsprechend große Grove von Apfelbäumen. Dass die Leute sich darüber versorgen können. Zumindest im Moment. Effektiver ist es natürlich später, wenn das Ganze dann über richtige Gerichte läuft. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Das wäre schön. Oh, ein Bär. Na, ich hoffe, dass sich jetzt niemand mit dem Bären anlegt. Sondern da lieber auf Flucht geht. Das wäre gut. Ina passes out from exhaustion. And Worsenut passes out from exhaustion. Passt auf, ich werde mal hier unten die Jobs wegnehmen. Nicht, dass jetzt irgendeiner von denen nach hier unten rennt. So. Sondern die sollen schön da oben bleiben in der Hoffnung, dass vorher der mal der Bär dann abhaut. So. Wir haben keine beschäftigten Leute. Also wie keine nicht beschäftigten Leute im Moment. Der einzige, der nicht beschäftigt ist, ist der Ambassador. Was ja auch so sinnvoll ist. Da, der hat was... Ach, das war so klar.
Na, aber ihr legt euch mit dem Bär nicht an. Das finde ich jetzt gut, weil sonst hätten wir ein Problem, glaube ich. Komm schon, hau ab, Bär. Da habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf. Wir haben die Squad vollständig und wir haben die Flamed Arrows mit zwei Arrow-Shootern. Das ist ein Cotton Sack. War ihm gerade irritiert, was das für ein Objekt ist. Ja, also im Moment stelle ich mich hier ein bisschen doof an. Also muss jetzt mal gucken, wie das hier weiterläuft. Hier pennen die Leute auf dem Feld ein. Wahrscheinlich wirklich, weil sie, ja, ich nehme mal an, weil sie tatsächlich so einen Hunger haben, dass sie lieber weiterarbeiten, statt schlafen zu gehen oder sowas. Da geht mal wieder jemand schlafen, weil Räume zum Schlafen müssten doch jetzt alle haben, oder? Ritzy, Evans, Gelballer, Wickelwar, Becktager, Dimp, Tok, Zinn, Versenut, Hina und Fixie. Und die letzten, die ja eingeschlafen waren auf dem Weg, waren das wurde anscheinend hier nicht reingeschrieben als Event. Wir bekommen jetzt nur dauernd die Meldung, dass unser Bereich total leer ist. Aber jetzt haben wir 18 Fruits. Na immerhin, wir haben jetzt mal 18 Fruits. Oh Gott. Noch wenigstens ein bisschen was. So. Jetzt bald könnte hier auch wieder Grain gesammelt werden, hoffentlich. Und ich denke mal, dann werde ich das Gras hier, die Grasfarm umwandeln zu einer Wheat Farm. Ich werde sie jetzt nicht aus dem Suspend noch bisher noch nicht rausnehmen. Werde ich dann aber demnächst machen. Sobald die anderen Sachen abgearbeitet sind. Weil es macht einfach keinen Sinn, glaube ich, eine Grasfarm für uns zu haben. Es wächst genug Gras hier im Moment. Das heißt, wenn wir im Winter tatsächlich Probleme kriegen, können wir dann immer noch sagen, hey, sammelt mal das Gras ein. So. Was brauchen wir denn eigentlich für einen Fruchtsalat? Any Fruit und Any Fruit. Na, pass auf, dann machen wir doch mal auch Fruchtsalate auf 5. Gruel Müsli haben wir auch auf 5, dass es durchaus hergestellt werden kann. Sandwich, Flor. Wir haben zwar Flor, stellen zwar Flor her, wir verbrauchen bisher gar keins, ne? Ah, wir haben noch niemanden, der sich um den Killen kümmert, richtig? Brickblock for Build Job und Clay Bowl for. Wofür brauchen wir denn Brickblock? Okay, auf jeden Fall hatte ich recht. Die Clay Bowl wird hier hergestellt. Keramikteil. Wofür brauchen wir. Ach, der Brickblock ist für den. Richtig, der ist ja für den. Für den Ofen, also für den Stove. Gut. Na, dann ist das Problem ja schon mal gelöst an sich. Wir werden nur noch dem Blacksmith die Erlaubnis geben. Wo haben wir es? Miscellaneous Crafting? Doch, Pottery. Genau. Dann sollte der nämlich das dann machen dürfen. So, und jetzt so langsam sollten wir zumindest keine Probleme mehr damit haben, dass uns die Leute verhungern. Das wäre schon mal ganz gut. Okay. Ich werde hier noch mal ein bisschen wild foragen. Zack. So, so. Okay, also jetzt sind sie hier richtig gut dabei im Moment. Das ist sehr gut.
Dann können wir hoffentlich gleich das mit dem Farming wieder ein bisschen normalisieren. Müssen wir mal gucken, wem wir dann trotzdem noch Farming geben. Ich vermute mal den Minern wieder, weil dann werde ich jetzt die Miner nicht mehr weiter beschäftigen, sondern lieber mit zu den Farmern setzen. Das war nicht ganz das, was ich jetzt beabsichtigt hatte ursprünglich, aber hey, wenn uns das hilft, dass unsere... Wo willst du denn hin? Ah, okay, der hat nur eine... Der hat nur was geholt. Okay, dann... Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Ja, ich werde den... Bei den Minern werde ich die Erlaubnis lassen, Farming zu betreiben. Bei den Woodcuttern nehme ich die Erlaubnis, Farming zu betreiben, wieder weg. Bei dem Blacksmith auch. Ich will jetzt, dass der den Stove erstmal herstellt. Die Builder dürfen Farming betreiben, weil die machen sonst im Moment nicht viel. Bei dem Rancher lasse ich so, wie es ist. Damit haben wir einfach die Miner, die das unterstützen mit dem Farming. Ich hoffe, dass das im Moment genügt. Ah, jetzt wurde hier doch das gesamte Gras abgebaut. Ich dachte, ich hätte den Auftrag weggenommen. Anscheinend nicht. So. Dann werde ich hier den Auftrag geben, das Ding mal abzureißen. Wir brauchen Holz. Aufträge sind doch weg, oder? Wieso wird denn da noch abgeerntet? Ich habe doch das Foraging weggenommen. Bin ich jetzt doof? Hier ist doch gar keine Erlaubnis zu foragen, oder? Okay, der hat den Apfel geholt. Das verstehe ich ja noch. Die fällen jetzt hier ordentlich Bäume, das ist gut. So, wir haben 31 Sachen. Okay, gut. Der hat jetzt ein Fruit Salad hergestellt. Nee, Pomegranate Salad, sehr gut. Haben wir noch andere Sachen, die wir so einfach herstellen können? Any Fried Eggs? Nee, wir haben sonst nicht so richtig was. Hier drin haben wir Charcoal, das ist gut. Stove. Sausages sollen immer hergestellt werden, das ist eine gute Sache. Butter Toast. Load of bread, any butter? Nee, Butter ganz bestimmt nicht. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass wir dazu eine Gelegenheit kriegen. Ja, da können wir im Moment Fried Vegetables könnten wir natürlich herstellen. Aber nee, im Moment glaube ich nicht. Sollen die Dinger erstmal so essen oder hier in der Küche einfach verarbeitet? Sandwich, Hamburger. Haben wir noch irgendwas, was wir einfach herstellen können? Duff können wir mit... Nee, da müssen wir auf den warten. Der ist gleich. Sehr gut, sehr gut. Hoffentlich wird der gleich den Brickblock jetzt herstellen. Das müsste unser Blacksmith sein. Kann natürlich sein, dass das jetzt uns natürlich wieder ins Gehege kommt, dass wir den Bildern gesagt haben, seid mal Farmer. Aber ich hoffe, das wird dann gleich. Sag mal, fällt da kein Grain mehr, wenn sie das abbauen? Ich sehe da zwar Wheat und Wheat Straw ordentlich, aber da fällt doch kein Grain, oder? Doof? Eine Antwort darauf bitte. Oh, meine Güte, mir fällt da was auf. Eine sonnige Verabschiedung, eine etwas längere Folge. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Oder für euch morgen. Tschüss.